Seitdem der Kia Ceed auf der neuen Plattform basiert, seit 2018 jetzt, gibt es auch erstmals Assistenzsysteme, also richtige Assistenzsysteme, und es gibt auch welche serienmäßig. Hier im Sportswagen ist zum Beispiel ein Notbremsassistent serienmäßig mit Blick nach vorne, mit Fußgängererkennung. Wir haben auch eine Geschwindigkeitsregelanlage, das heißt einen einfachen Tempomaten serienmäßig. Und serienmäßig ist vor allem auch eine aktive Lenkunterstützung. Die habe ich gerade aktiviert, die zeige ich mal zuerst. Das heißt, ich fahre jetzt so optimalerweise mit Tempomat und hier geht es nur geradeaus. Aber wenn ich jetzt hier abzudriften drohe, dann kann ich quasi die Hände vom Lenkrad lassen und ich werde dann in die Spur zurückgeführt. Bisher ging das nur mit einer optischen oder akustischen Warnung und jetzt drifte ich wieder ein bisschen ab und er wird jetzt gleich wieder nach links lenken und mich aber warnen. So, und jetzt wird es interessant. Kia sagt ja, es gibt den Stauassistent mit Autonomie auf Level 2. Und das bedeutet, wenn ich mir die ACC, das heißt die adaptive Geschwindigkeitsregelung, dazu kaufe, die ist aufpreispflichtig, und ACC und aktiver Lenkassistent, also LKAS, Lane Keeping Assist System, so heißt es auch ab und zu in der Konfiguration, wenn die beiden verschmelzen, dann habe ich eben dieses Teil autonome Fahren. Das heißt, ich aktiviere jetzt mir einmal hier auf Mode mit dieser Taste Cruise, das heißt also normale ACC, setze das einmal nach unten. Ich werde jetzt mal setzen 120 km/h, obwohl hier kein Limit ist. Nee, ich setze 140 direkt. So, und jetzt folge ich meinem Vordermann und kann die Hände auch vom Lenkrad nehmen für eine gewisse Zeit zumindest. Hier oben rechts, wenn du das einfangen kannst, sehen wir auch, Spur wurde erkannt, es wird gelenkt und Cruise ist auch grün, das heißt, er hält die Geschwindigkeit. Und ja, ich mache gerade nichts, ich habe die Hände weg vom Lenkrad und er wird mich aber gleich warnen, wie zum Beispiel jetzt, Lenkrad nicht loslassen. Ich reagiere mal nicht drauf und gucke, was passiert. Es kommt nämlich gleich eine starke Kurve. Jetzt wird noch mal heftiger gewarnt und ich fasse immer noch nicht hin. Jetzt kommt eine Kurve und jetzt sagt er mir auch noch mal, die Spurassistenz war aus, aber er übernimmt trotzdem wieder, obwohl ich die Hände jetzt halt über 10 Sekunden, 20 Sekunden eigentlich weg habe. Also das ist schon ganz gut und er macht es auch wieder. Das heißt, man soll das natürlich so nicht fahren, wie ich das mache. Also man soll hier nicht wirklich denken, dass der jetzt autonom fährt, deswegen, um Gottes Willen. Das heißt, es ist nur eine Unterstützung, ein Assistenzsystem und kein wirklicher Autopilot. Aber dafür, dass Kia das vorher gar nicht hatte, funktioniert es wirklich gut. Und wir sind auch vorhin schon auf der Autobahn gefahren, da hat es auch in engeren Kurven funktioniert. Und wenn wir gleich nochmal Glück haben, dann können wir auch zeigen, was der große Vorteil ist dabei. Wir können nämlich dann von 0 bis 180 km/h wirklich auch, also in den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen, Stauvollgefahren fahren. Das setzt natürlich immer das DCT voraus, denn wir können den Stau bis 0 km/h bremsen. Das geht natürlich nicht mit einer manuellen Schaltung. Und wir gucken mal, ob wir das hier gleich in Richtung Stadtverkehr nochmal zeigen können. Wir sehen schon, wir sind jetzt hier am Flughafen Frankfurt, weil wir in ganz Frankfurt keinerlei Stau hatten. Deswegen fahren wir jetzt hier am Flughafen Frankfurt zu den Abflügen, um mal kurz den Stauassistenten zu testen. Ich setze ihn mal auf 65 km/h und wir gucken mal, was passiert. Ich folge jetzt einfach dem Verkehr vor mir hier, weil hier wird es sich normalerweise gleich stauen. Jetzt sehen wir, wie er hier tatsächlich auch schon lenkt. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt, wenn wir zum Stillstand kommen, dann sollte er auch bis 3 Sekunden selbst wieder anfahren. Aus dem Stillstand und über 3 Sekunden müsste ich dann bestätigen. Wir gucken mal, ob wir das noch drauf kriegen. Dem wird er jetzt nicht mehr folgen hier, weil wir natürlich keinerlei Streifen haben. Jetzt stehen wir also hier, die ACC ist noch an, ich gebe weder Gas noch bremse ich und jetzt sehen wir hier die Anzeige zum beschleunigen Rest bestätigen. Also ich stehe über 3 Sekunden und entsprechend müsste ich jetzt einmal bestätigen, das mache ich auch, einmal Rest, dann fährt er los. Jetzt haben wir hier gleich eine Eskalation, deswegen muss ich bremsen, weil er jetzt bewusst nochmal schnell reinfährt. Ich aktiviere das wieder und mal gucken, jetzt kommen wir gleich nochmal zum Stillstand. Das Lenkrad ist auch noch grün, das heißt, wir würden jetzt dem Vordermann folgen. Und nicht mit den Spuren, wir haben hier ja nicht direkt Spuren. Jetzt muss ich hier natürlich links aufpassen mit dem Bordstein. Wir stehen wieder, aber er fährt wieder von selbst an, weil ich jetzt noch unter 3 Sekunden war. Und auch diese enge Durchfahrt macht er jetzt, also die ACC erlaubt es hier durchzufahren. Genau, und so geht es dann wieder weiter. Auch an Bord, wie wir hier gerade links im Außenspiegel sehen, ist ein toter Winkelwarner, der ist wiederum aufweispflichtig, der ist nicht Serie. Und ja, der würde jetzt einfach eben warnen, wenn wir hier dieser Punto in toten Winkel fährt. Und wenn ich dann blinke, dann kriege ich nochmal eine optische und akustische Warnung, dass ich jetzt bitte nicht die Spur wechseln soll. Das mache ich aber nicht, weil hier viel los ist. Und was mir auch gefällt an den Assistenzsystemen, ist, dass sie nicht nur wirklich zuverlässig funktionieren, sondern dass wir sie auch im Detail einstellen können. Wir haben hier einmal Multifunktions-
Display hier die Übersicht, was gerade Sache ist bei der Fahrerassistenz. Ich kann aber auch in die Einstellungen gehen und kann dann alles nach meinen Wünschen einstellen. Zum Beispiel die SCC, das Ansprechverhalten, das heißt schnell. Wenn ich also dann jetzt ausschalten würde, würde er schneller beschleunigen. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben Fahrerassistenz überhaupt, welche Hinweise erfolgen sollen, welche Warnungen wirklich ausgegeben werden sollen. Die Fahreraufmerksamkeit, die Warnzeitpunkt, das wäre vermutlich, denke ich mal, relevant für den Notbremsassistenten. Dann Fahreraufmerksamkeit, sollte wirklich schon gewarnt werden, wenn er ein bisschen nicht aufmerksam ist oder wenn er wirklich schon fast einschläft. Die Spursicherheit finde ich auch ganz schön. Wir können sagen, wir wollen den Spurhalteassistent mit einem Lenkeingriff, wie er das gerade in dieser Kurve macht. Oder wir wollen nur wie damals die Spurverlasswarnung, dass mich das Fahrzeug nicht bevormundet. Das geht auch, ich kann es auch ganz ausschalten. Das ist wirklich ganz schön gemacht. Auch hier wieder Sicherheit und kreuzende Fahrzeuge. Das heißt, wir haben nur eine Warnung, wenn ich jetzt ausscherde, oder das mit den kreuzenden Fahrzeugen wäre quasi, wenn ich rückwärts ausparke, auf dem Supermarktparkplatz zum Beispiel, und ein Fahrzeug naht heran, dann werde ich also gewarnt. Das heißt, wenn ich wirklich nicht weit genug zurückgucken kann, dann kann ich mit diesen beiden Radarsensoren hinten, werden dann auch Fahrzeuge erfasst, die zum Beispiel noch 50, 60 Meter weg sind. Und das ging eben früher mit den normalen Parkpiepsern nicht. Das waren jetzt nochmal die Einstellungen. Das ist, wie gesagt, auch ganz nett, wie man das alles machen kann. Wie man es alles variieren kann auf seine persönlichen Vorlieben. Und was immer so ein Thema ist, dieser Lane Keeping Assist, wenn der an Bord ist, der ist jetzt hier im Sportswagen serienmäßig dabei, dieser aktive Lenkassistent. Der ist natürlich nicht nur dabei, weil Kia das gerne spendiert, sondern weil dieser Lenkassistent auch eine höhere Wertung bringt im Euro NCAP Crash Test. Und wenn ich den aber nicht möchte und er trotzdem aktiviert ist ab Start, dann kann ich das alles hier unten links relativ einfach wieder abschalten. Mit einem Tastendruck ist er aus oder eben komplett an, diese Lenkhilfe. Und das ist zum Beispiel beim VW Touareg, da muss man ihn auch jedes Mal abschalten, wenn man ihn nicht haben möchte. Und da geht es nur über 10 Menüpunkte wesentlich komplizierter. Vielleicht nochmal kurz zur ACC. Ich fahre gerade 90, habe aber 140 gesetzt. Und wenn der Sprinter hier vorbei ist, will ich nochmal links jetzt ausscheren. Und dann sehen wir, nicht direkt beim Blinken, aber jetzt, sobald ich die Spur überfahren habe, wird dann auch beschleunigt. Und er beschleunigt auch ziemlich zügig jetzt hier wieder auf 140. Das geht ganz gut. Ich kann auch gerne nochmal die Hände vom Lenkrad nehmen. Wir fahren hier zwar nur geradeaus, aber man sieht dann, dass das schon zuverlässig funktioniert. Wir sind jetzt auch vorhin schon mal Autobahn gefahren, da hatten wir auch keine Fehler. Und ja, dieses adaptive Geschwindigkeitsregeln, das funktioniert eben bis 180 km/h maximal. Und jetzt fahren wir hier mal wieder schnell links rüber auf den LKW zu. Und er fährt jetzt auch etwas dichter auf tatsächlich, aber ja, gar kein Problem, immer noch, er hält immer noch so viel Abstand, dass ich noch entspannt bremsen kann. Jetzt scheren wir wieder aus und jetzt an der Stelle wird eben wieder beschleunigt. Also insgesamt ein cooles System dafür, dass es das bei Kia vorher gar nicht gab. Wie gesagt, ACC aufweispflichtig und Lane Assist ist immer Serie.